Es geht weiter mit dem Slow Fox. Auch hier muss ein Paar immer schön auf Tuchfüllung bleiben und die Balance darf nicht verloren gehen. Letzte Woche auf dem Grand Slam Turnier in Tokio schafften es Mark Friedmann und Claudia Köhler bis ins Finale. Der 24-jährige Mark und seine 4 Jahre jüngere Claudia machten dort einen richtig guten Eindruck. Er lebt in Krefeld, sie in Leipzig, was das gemeinsame Training allerdings etwas kompliziert macht. Die Wertung lautet 7., 7., 7. Und das sind die Platzziffern für die Dritten der deutschen Rangliste. 8-mal gibt es die 7 und ein Wertungsrichter sah sie besser und spendierte ihnen eine 4. Das Gesamtergebnis für den Slow Fox. Wie in allen bisherigen Tänzen gehen die Plätze 1 und 2 an die Italiener. Auf 3 Eriksson Eihild aus Dänemark vor den Litauern. Karabay als bestes deutsches Paar auf